Oder von wann ist The Forest? Ich 10 weiß Jahre es nicht. könnten sogar sein. Wenn nicht älter. Oh, 2018 aus der Early Access raus. Wann hat Gronkh das erste Mal gespielt? Ich glaube, das war wirklich so 2012, 2013 rum. Relativ früh. Vielleicht hat das sogar Early Access gespielt. Early Access, das war 5 Jahre oder länger in Early Access. Also. Das kann ja das sein. Das Spiel sehen ist jetzt auch noch ein Early Access. Aber die macht trotzdem schon einen zweiten Teil. Die haben den ersten Teil ja noch nicht fertig. Die haben den ersten Teil noch nicht fertig. Ich übrigens super fand. Machen jetzt schon einen zweiten. Ja, gut, kann ich aber verstehen. Ich bin ja jetzt auch gerade dabei, ein Spiel zu machen. Also, ich verstehe, warum man Early Access geht. Du machst ein Spiel? Hab ich das nicht auf dem Pen Paper Server schon mal du erwähnt? Du hast noch nicht erwähnt. Ja, ich bin gerade dabei, Unreal Engine zu lernen. Ich werde wahrscheinlich so in 2 Wochen so ein 10 Minuten Indie-Horror-Ding irgendwo auf itch.io oder so kostenlos raus. Okay. Einfach weil ich mal lernen wollte. Kann ich es ja mal für dich testen. Du kannst gerne auch was einsprechen. Wenn es nichts allzu Blödes ist. Gut. Wird halt ein 10 Minuten Horror-Ding mit einem Jumpscare und dann ist fertig. Also, ja. Mhm. Viel mehr kriege ich nämlich nicht zustande. Ach, wieso bin ich denn jetzt wieder gestorben? Fallschaden. Ich bin am Fallschaden gestorben. Ach, das ist immer komm. Der Fallschaden. Ich hatte ja nur ein Leben. Ich enthaupte weiter. Leute. Kannst du mal eben kommen, oder? Ich war hier fröhlich am Baumstämme schleppen. Jetzt wurde ich unter den Baumstämmen begraben. Mein Charakter ist übrigens schwarz. Diesmal ja. Ich glaube, ich habe immer denselben momentan. Ich glaube, ich müsste dieser bärtige Weiße sein. Sorry, Twitter, POC. Ich weiß ja. Wen interessiert Twitter? Linke Twitter-Bubble ist wieder am Wagen. Ganz ehrlich, wen interessiert Twitter? Twitter ist scheiße. Kannst du mal eben kommen? Ne, kann ich gerade nicht. Habe ich doch gesagt. Ich habe keinen Bock, dass mein ganzes Zeug hier wieder despawnt. Muss wieder vom Flugzeug laufen. Ja, was soll's. Willst du mal das Totem von mir ansehen? Ich bin gerade wieder beim Flugzeug. Das ist so lächerlich. Machen wir da unten auch mal einen Arm hin. Wie lange brennen die Dinger? Sehr lange offensichtlich. Wird schon wieder dunkel hier. Immerhin sind die Tage länger als in Minecraft. In Minecraft sind die Tage ja so brutal kurz. Oh, ihr habt noch einen Kopf und... Ist hier jemand? Schaffst in Minecraft findest du die nix. Ah, es ist nicht jemand da, ich bin an Durst gestorben. Okay, ich sterbe hier gerade an Beeren, die ich esse. Ja, Bären sind Beeren. Böse, manchmal. Das ist noch ein Fallschaden und dann bin ich mir wieder beim Flugzeug. Diese Menge an Köpfen. Ja, das ist wunderschön. So lächerlich. Ich bräuchte mal dringend Medizin, also falls du mal irgendwo wieder was hast. Ja, ich bin gerade. Ich hab gerade wieder. Ich weiß gar nicht. Ach, da bist du. Da muss ich bin hin. Da, wo ich immer bin. Mein Ziel für heute ist jetzt nicht mehr irgendwie
was zu bauen oder so. Also ich meine, warum schwimme ich? Kann ich auch abbrechen. Weil du im zu tiefen Wasser bist. Aber hier ist kein Wasser. Also hier sollte kein Wasser sein. Aber okay. Gut designtes Spiel, ne? Ich bin im Dorf, ich bin im Hauptdorf und schwimme durch Wasser. Im Hauptdorf war kein Wasser. Ich erinnere mich nicht daran, dass da irgendwie Wasser war. Aber was soll's? Sieh auch absolut nur Schwarzes hier. Ist alles schwarz hier. Könnte sonst was für ein Untergrund sein. Könnte auch mitten in der Höhle sein. Könnte ich mir mal bauen, aber. Wo zum Henker bin ich? Das hilft jetzt auch nicht sehr viel. Ich habe mir mal eine Lampe gebaut. Das ist praktisch. Ja, die war bestimmt mal jemand. Ah ja. Ist schon Zeit zum Schlafen gehen oder? Nee, du, ich habe hier gerade noch einen Freund, der gerne einen Pfeil ins Gesicht möchte. Ist das wieder halb voll oder geht das? Oder wie geht das? Moment, wir sehen es gleich. Kommst du mal wieder? Kommst du mal zurück hier? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Idiot. Ich bin gerade bei der Hütze. Nee, ich kann noch nicht schlafen. Hey. So will ich das sehen. Ich renne durch den Wald. Wenn ich nur ein bisschen mehr sehen könnte, dann. Das wäre nicht praktisch. Ja. Das stimmt. Ah, da bist du. Wer ist da? Einige. Ah, ich werde hier wieder getötet. Ich zerteile mal den Mann hier. Ich habe ja sonst bei dir zu tun. Halt Medizin parat. Die werde ich brauchen, falls ich das überlebe. Hier sind gerade 20 Leute oder so, also viel Spaß. Da bin ich gerade 2-3. Ah, ich bin wieder bei meiner Hütze. Da sterbe ich wenigstens bei meiner Hütze. Bei meinem Zeug. Und ich bin tot. Damit habe ich wahrscheinlich mein Zeug verloren. Potenziell, wer weiß. Ach Mensch. Ja, dieses Spiel, man merkt, dass es lange in der Early Access war und sich nicht verbessert hat. So, nächster Arm, beziehungsweise nächstes Bein. Hier sind noch ein paar wenige, so, ja. Ist doch ganz hübsch. Und nächster Toter. Oh, der Kopf ist noch dran. Oder? Der Kopf ist schon wieder weggerollt. Ah. Yeah.
Ja, gleich. Bist du eigentlich noch da oder ist Ich der tue es Discord gleich. abgeschmiert? Ja, im Discord bin ich noch da, aber Geistig. geistig, ich weiß nicht. Ja, Ich sag ich habe ja. gerade in der Natur einfach irgendwo eine Flasche Getränk gefunden. Lag da einfach random Passiert. rum. Lag dort einfach random eine Flasche Soda rum. Ja, Wenn du ich weißt doch, jetzt. das ist der natürliche Lebensraum von Cola. Irgendwo auf dem Feld, nach einem großen Picknick. Ja. Wenn ich jetzt hier auf dem Heimweg nochmal sterbe, Dann beendest du das Spiel. dann war das Spiel, dann spielen wir Raft. Dann mache ich eine Pause, installiere ich mir Raft und dann. Ja. Schaffst du es dann installiert? Bei dir dauert das ja mal lange. Bis dann. Du, ich hab bei Raft sowohl einen Spielstand als auch das Spiel installiert. Na, wenn dann Also, starten, wir von vorne. ich meine, ich bin nicht weit. Ich habe die Grundlagen und ich habe ein dreieckiges Schiff. Also, Wenn dann starten wir können auch von meinen vorne. nehmen. Können wir auch machen. Ist kein Thema. Da überlasse ich aber dir das Bauen. Also eigentlich weiß ich nicht, ob ich das dann alles. Ich jetzt nach The Forest noch Bock habe auf ein weiteres Survival Game. Was Es dann. gibt halt nicht groß anderes außer Survival, was Koop hat. Ich meine, sowas wie Stray hast du ja eh schon gespielt. Ja, es wäre im Koop aber auch scheiße. Das hätte ich nicht gewollt, dass wir das im Koop spielen. Nee, Das wäre finde nicht ich auch gut überhaupt geworden. nicht. Goat Simulator 3 bin ich immer noch dafür, dass wir das spielen. Nee. Aber. Ich werde es mir nicht kaufen. Warum? Es ist ein überraschenderweise sehr gutes Spiel, der erste Teil. Also zumindest die Finde DLCs. ich nicht. Hast du es gespielt? Nee, aber genug Let's Plays bei anderen Leuten gesehen. Ja, Let's Plays hast du gesehen. Du hast es nicht selbst gespielt. Ich liebe Goat Simulator. Also wirklich. Schön für dich. Stray habe ich jetzt zu Ende gespielt, das war sehr schön. Aber Ja, habe ich gesehen. Das steht noch auf meiner Liste. Ich war mit Hellpie beschäftigt. Das muss man Singleplayer spielen. Das ist absolut nicht Ja, muss für. man definitiv. Das ist absolut nicht für Multiplayer gedacht. Das ist da. Es gibt ja auch kein Multiplayer. Also, ja. Doch, Koop-Modus gibt es da drin, soweit ich Das weiß. gibt's. Soweit ich weiß. Ach ja, der andere spielt diese komische Komm Drohne. mal schlafen. Das war's. Klar, Modi. kann ich. Ja, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit Hellpie durchgespielt, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte. Das ist ein gutes Spiel. Hast du mal Medizin für mich? Moment, Medizin habe ich immer für dich. Dann gehe ich mal wieder bei mir sammeln. Zieh mir auch mal wieder eine rein. Da siehst du diesen schönen Klumpen hier, dieses aufgespießte Fantastisch. Fleischbällchen. Bezaubernd. Ja. Das andere brennt immer noch. Ich hack dann mal Geh weiter. mal gucken, ob ich da irgendwie mein Zeug finde. Falls es hier noch irgendwo rumliegt. Wenn nicht, ist jetzt auch egal. Ich glaube nicht, dass sein Zeug noch da ist an dem Punkt. Ich habe hier noch ein Totenschädel-Symbol, also da muss noch irgendwo was liegen. Aber nur noch eins, oder? Und du bist zweimal gestorben. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. So, ich glaube, das Oh, guck überschreibt. Das mal. hatten wir, Oh, hatten guck wir mal, das nicht Modi, ein sogar einmal schon? Regenbogen. Ist doch Der ist schon die ganze fantastisch. Zeit über da. Ein Regenbogen. Wo ist das denn zu einem Einhorn fangen? Und ein Reitspiel draus machen aus Forest. Es gibt wahrscheinlich Mods dafür. Okay. Ah, nö, das ist mein Inventar. Ich habe all mein Zeug wieder.
Na dann, ich warte, bis die nächsten paar Leute angreifen. Und sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe noch ein bisschen Bonus dazu bekommen. Ein paar Getränke, die ich vorher noch nicht drin hatte, habe ich jetzt noch bekommen. Ja, die du auf dem Weg gesammelt hast. Kann sein. Es ist nur logisch, dass es die sind. Ich glaube, ich zünd mal den Fleischklumpen auch an und mache einfach den nächsten Schaden. Dieser Schallfaden immer. Machen wir doch hier unten noch mal eins. Irgendwo muss hier doch noch ein Baum rumliegen. Bestimmt. Genau dort. Hatte ich nicht irgendwo noch Molotows? Ah ne, das war die eine Ressource, die ich nicht hatte. Nehmen wir das Hairspray. Als ob ich dafür Fallschaden kriege, das ist doch bescheuert. Man über einen kleinen Stein bin ich gesprungen. Cool, das Hairspray macht keinen Feuerschaden. Mensch, Logik. Vielleicht schaffe ich heute noch das Haus fertig dort. Es sei denn, ich sterbe jetzt wieder 100 Mal. Lasst mich in Ruhe, ja, Leute. Ja, weiß doch schon, ich trockne Fleisch. Ich bin wieder down. Das Medikament hat geholfen, da bin ich schon wieder durch Fallschaden, so bin ich wieder. Nicht wieder am Arsch. Was gibt's denn so ein Utility-Zeug noch? Und so ein Skin-Rack. Okay, alles klar. Ah, Drying Rack hier. Oh ja, das sieht fürchterlich genug aus. Fürchterlich genug oder was hast du? Ja, das sieht richtig scheiße aus, wie man es aufbauen kann, aber. Ah ja. Muss ja auch. Sollte es fürchterlich aussehen. Das Spiel gibt mir die Option dazu. Ich meine, ich habe hier einen Klumpen aus Bein. Ah ja, hier kann ich das Zeug aufhängen. Nur drei Stück. Ja. Holz sammeln. Holz platzieren. Und zwischendurch mal sterben. Nein, das gefällt mir nicht. Oh, mir auch nicht. Der Stern könnte ich dann auslasten. Hallo? Hey. Hey. Am besten bei dir, der Wurst. Hey. Ich töte gerade wieder. Was lässt dich da hin? Ich bin rückwärts gegen meinen Fleischklumpen gelaufen. Okay. Beim Ausweichen. Oh, da ist noch einer. Das
So 14 Ey! von 14 von 134 habe ich doch schon. Es kann sich also nur noch um Stunden handeln. Ich bin wieder kurz raus. Da hat der mich doch tatsächlich erwischt. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis mein Haus fertig ist. Ja, kann es. Sonst den Urlaub gut genutzt für irgendwas. Nicht wirklich. Genutzt es nicht. Also ich war in Hamburg, habe mir Hamburg angeguckt. Ja, schöne Stadt. Ja, kann man gute Glaube Urlaub drin ich. machen. Ja. Hab gehört, die Leute, die in Hamburg wohnen, hassen es. Ja, ist mir als Touri doch egal. Warst du wenigstens in dem einen Pennymarkt? Nee, aber davor war ich. Der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Ja. Ja, die Esso-Tanke gibt es ja leider nicht mehr. Haben da aber auch eine Reklame, die haben da auch Werbung draus gemacht irgendwie. Die haben da. Ja, Gibt's natürlich haben die jetzt. Werbung rausgezogen. Es ist immer noch ein Laden, aber er ist zumindest immer noch da. Ja, da sind jetzt beleuchtete Schilder dran, wo halt Blinklichter und so weiter, die da Ja, ich zum kenne die Werben neue sind. Doku. Danke. Ja. Schaffen wir mal die Toten Und hoch. an der Reeperbahn gibt's auch einen Litauer, eine litauische Gaststätte. Da waren wir mal essen. Das war echt lecker. Ja, ist doch nett. Das litauische Nationalgericht Zeppelinai. Das muss man echt mal. Also. Seit Jahren mal wieder gegessen. Das Gericht kenne ich nicht, also mag ich es nicht. Sind im Wesentlichen Kartoffeltaschen mit Fleisch drin. Ah, so wie gefühlt jedes Nationalgericht Kartoffeltaschen mit wahrscheinlich Fleisch drin ist. Ja. Ah, mir ist gerade ein Bein ins Gesicht Ich bin explodiert. gleich wieder tot. Mensch. Das war offensichtlich der Kopf. Was gerade passiert? Ich weiß nicht, ist bei dir zufällig ein Bein und ein Kopf plötzlich aufgetaucht? Nö. Und Ah. ich lebe wieder. Ich war tot und ich lebe wieder. Ich bin von den Toten auferstanden. Oh nein, Jesus. Nicht schon wieder. Tja. So, wo habe ich den neuen platziert? Hier unten habe ich den neuen platziert. So, hier noch irgendwo Baumstämme. Ich glaube, da hinten liegen noch welche. Yep. Die nehme ich mal mit. Oh Scheiße. Also, was wir jetzt wieder gemacht. Fast falsch angekriegt. Oh nein. Oh Bin ja, ich hier sollte vielleicht was trinken. übrigens gerade am Tunneleingang. Am Höheneingang, falls wir da mal hin wollen. Warum sollten Gehen wir? wir heute nicht mehr hin. Ja, wie gesagt, ich sehe da halt für mich nicht wirklich den Sinn, weil ich kenne die Story und ich hasse die Höhlen in Forest. Wir können ja zum Schluss noch mal reingehen, Können wir gern machen. bevor wir Schluss machen oder in der Höhle sterben. Ich meine, ich werde nicht sterben, aber ja, Mich klar. bestimmt. Aha.
falls ich nicht früher schon Rage quitte. Was jederzeit passieren kann, ich warte nur drauf. Ich hab glaube ich ein neues Tier entdeckt. Okay. Wie sieht es aus? Dran. Ich weiß es nicht, vermutlich ein Vogel. Ja, da ist noch ein Kopf dran. Ja. Hat es einen Namen oder soll man es einen aussuchen? Ich weiß es nicht, als ob mich irgendwelche Tiere hier interessieren würden. Hast du gerade gesagt, dass du ein neues Tier entdeckt hast? Ich habe gerade die Meldung gekriegt, neues Tier entdeckt. Warum die spawnen die Gliedmaßen immer so schnell? Jetzt habe ich nur einen Kopf. Umfeld. Ich bräuchte mal wieder was zu essen. Ich komme mal zu dir rüber. Hast du was auf dem Rücken, ich trockne gerade auf dem Dach Fleisch. Okay. Du sollst es nicht trocknen, du sollst das braten. Getrocknet hält es länger und macht, glaube ich, mehr. Dingens mehr Zeug. Halten muss ich das bei mir nicht. Hier ist das sofort. Ja, aber es bringt dir, glaube ich, auch mehr Essen, Regeneration, was auch, whatever, zurück. Ah ja, ich wollte gucken, wie dämlich ich das zweite Drying Rack platzieren kann. Ein. Die Ausdauer ist vor allem so nervig. Wenn der hungrig ist, hat der so wenig. Ja, das ist ein Drying Rack, so wie ich es kenne. Und so wie ich es liebe. Im 45 Grad Winkel. So, ich komme rüber zu dir. Mach das. Das Fleisch liegt auf dem Dach. Falls ich da noch hochkomme. Sehr schön. So, wo ist das Fleisch? Hier. Direkt vor dir. Das dürfte aber noch nicht fertig sein. Okay. Wo hast du essbares Fleisch? Moment, mache ich dir kurz. Zumindest Small Meat habe ich gerade sowieso noch. Du hast beide angezündet. Gönn dir. Gönn dir, ich sitze in meinen Körpern hier unten. Sofern das reicht. Oha. Das hat viel gebracht. Körper hast du da? Bisschen Privatsphäre, bitte. Au.